Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elenas Allerlei. Heute zeige ich euch meinen Weihnachtszwergerl-Kalender, quasi ein Adventkalender, den man eigentlich ganz einfach selber nachmachen kann. Vielleicht kurz zu der Idee. In meiner Kindheit, in der Schulzeit, gab es einen Adventbasar jedes Weihnachten und meine Mutter hat da einmal einen Kalender für uns gekauft. Das war eine Holzschachtel, eine Holzschatulle, und in der lag so ein, man nennt diese gestrickten Zwerge, also dieser Art Hottinger Zwerge, von der Frau Hottinger erfunden. Da bin ich viele Jahre später dann erst drauf gekommen. Jedenfalls lag in dieser Schachtel einer dieser süßen Zwerge und 24 kleine Briefchen als Kalender, die die Wartezeit einfach da ein bisschen versüßen sollen. Und ich habe diesen Kalender als Kind sehr, sehr geliebt. Auf den 24 Briefchen, also für jeden Tag ein Brief. Die waren halt so geschrieben, als würde auch der Zwerg das Kind anschreiben. Und eben der Weihnachtszwerg, der Helfer vom Christkind. Bei uns kommt ja das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Naja, jedenfalls diese Briefchen, da war immer wieder eine Geschichte drauf, ein Gedicht, ein Rezept, eine Bastelidee. Und dieser Kalender hat mich viele Jahre begleitet in meiner Kindheit und sehr berührt. Also es war dann so, dass ich in meiner Schwangerschaft dann gesucht habe und mir gedacht habe, ich möchte es unbedingt meinem Kind auch weitergeben und unbedingt diesen Kalender auch für mein Kind ha haben. Ich habe sehr, sehr lange im Internet gesucht. Habe diese Box mit Zwerg nicht gefunden. Ja, also wirklich da verzweifelt an der Suche gescheitert. Aber ich habe gefunden, dass diese Zwerge eben Hottinger Zwerge heißen und die Strickanleitung schließlich, also ein Buch mit der Strickanleitung gefunden. Somit habe ich mir gedacht, das kann ich einfach selber machen. Und ich möchte das natürlich mit euch teilen, damit auch ihr euren Kindern oder auch müssen natürlich nicht Kinder sein, also das kann man ja dann auch gestalten, wie man möchte, dass ihr auch so einen Weihnachtszwergerl-Kalender selber basteln könnt. Heute gibt es auf jeden Fall die Strickanleitung von den Zwergen, wie ihr die machen könnt. Genaue Angabe auch auf meinem Blog. Und wegen den 24 Briefchen, das bleibt natürlich euch überlassen, was ihr da reinschreiben möchtet. Vorschläge gibt es natürlich auch von mir. Und zwar werde ich natürlich jeden Tag passend zum Tag das passende Briefchen werde ich auf meinem Blog posten. Das heißt, den könnt ihr natürlich auch einfach aus meinem Blog euren Kindern vorlesen oder ausdrucken. Das, wie gesagt, könnt ihr natürlich entscheiden. Ja, und somit würde ich sagen, wir legen jetzt einfach los. Da zeige ich euch eben, wie ihr das Zwergerl nachstricken könnt. Gut. So, für die Zwerge starten wir mal mit dem Tutorial. Ich habe hier zwei meiner Zwerge, die ich schon gestrickt habe. Einen in den kinderbeliebten Farben Rot und Blau. Einer im, ja, für mich halt Winter-Eis-Design. Wenn man so will, ihr könnt die Farben immer variieren, wie ihr möchtet. Im Buch wird natürlich empfohlen, eher Naturfarben zu nehmen. Ich mag es eher ein bisschen knalliger. Das ist übrigens auch das Buch, wo ich endlich dann auch meine Strickanleitung gefunden habe. Und zwar haben wir hier Verlag Freies Geistesleben ist es. Zwerge, wie man sie sieht, wie man sie macht und wie man mit ihnen umgeht. Ich habe sehr, sehr lange nach einer Strickanleitung suchen müssen. Ich kannte das eben von meiner Schulzeit, die Zwerge, habe es auch im Handarbeiten gelernt, aber das vergisst man natürlich. Und ja, im Internet gibt es da nicht viel davon. Ich würde sagen, wir starten auch gleich. Ihr nehmt euch zwei Stricknadeln, der fünf Stricknadeln, das sind eben kleine, die Stärke ist je nach auch wie ihr strickt. Ich empfehle für den Zwerg, weil er klein ist, eher dünne. Und ihr nehmt jetzt hier diesen Faden, ihr seht das, der ist über diese zwei Stricknadeln. Fahrt mit Zeigefinger und Daumen rein und könnt jetzt in die erste Schlaufe hineinfahren, von der zweiten den Faden nehmen und wieder zurück durch die Schlaufe retour und festziehen. Und das ist eigentlich Maschenanschlagen, das ist die komplette Hexerei dahinter. Ihr seht das eh, ich versuche es
in Worten auch dazu zu erklären, ist allerdings schwierig. Ich finde, das ist so etwas, das lernt man vor allem, wenn man sieht. Genau, das heißt, so schlagt ihr euch jede einzelne Masche einfach an. Und wir brauchen für die Mütze, muss ich auch gerade nochmal nachschauen, 38 Maschen sind es. Wir brauchen 68 Stück. Ich habe es mal versucht, mit der halben Menge quasi einen kleinen Zwerg zu stricken. Das ist mit 5 Stricknadeln wirklich unglaublich mühsam. Also würde ich bei der Menge oder bei der doppelten dann bleiben, wenn ihr einen größeren Zwerg wollt. Also ihr seht hier, ihr fahrt in die erste Masche hinein, nehmt euch den Faden und zieht ihn durch die Masche zurück. Ich hoffe, ihr seht das gut und könnt dann die Masche abziehen. So, und das ist glatt rechts stricken. Das ist die komplette Hexerei dahinter. Und ihr braucht für den Zwerg eigentlich nur glatt rechts stricken. Man kann zwar auch Muster hineinstricken, finde ich aber dafür eigentlich überflüssig. So, und genau so geht ihr jetzt mit jeder einzelnen Masche vor. Allerdings, da wir mit 5 Nadeln stricken, nehmt ihr einmal bei den 38 Maschen, nehmt ihr zum Beispiel zuerst einmal 10 Maschen auf eine Nadel. Das heißt, ihr strickt einfach in 10 Schlaufen hinein, holt euch den Faden, zieht die Masche wieder ab, bis ihr auf der Nadel 10 Maschen abgenommen habt. Dann schiebe ich mir die Nadel so, dass die Maschen auch ja nicht herunterfallen. Nehme mir die nächste Nadel, ihr seht das hier eh, und stricke mit der nächsten weiter. Und da nehme ich mir halt dann nur 9 Maschen herunter. Das heißt, wir machen das Ganze abwechselnd, auf eine Nadel 10, auf eine 9 Maschen. Genau, und die nehme ich mir wieder glatt rechts strickend ab. Es gibt auch solche Nadeln, das sind 2 Nadeln, die sind aber durch so einen Nylonfaden verbunden, damit man das rund stricken kann. Finde ich mit denen fast ein bisschen mühsam, also ich stricke da lieber mit 5 Nadeln direkt. So, dann nehmt euch einfach wieder, wenn ihr die 9 Maschen habt, die dritte Nadel, nehmt wieder 10 Stück Maschen ab. Und ihr wisst, die einfach rein in die Masche, Faden holen, abziehen und die nächste. Genau. Ich stricke immer recht fest. Es ist für mich sehr, sehr schwierig, deswegen das auch vor der Kamera zu zeigen. Ist auch mein erstes Tutorial, also bitte seid nachsichtig. Genau, das heißt, ja, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem, was gemeint ist. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir natürlich in den Kommentaren stellen, beziehungsweise ich werde auch noch ein Tutorial auf meinem Blog veröffentlichen, auf elenabaron.at. So, auf jeden Fall, wenn ihr dann alle Maschen abgenommen habt, das heißt, ihr habt auf 4 Nadeln jetzt die Maschen verteilt, eine habt ihr übrig in der Hand, dann müsst ihr quasi den Kreis mit den Nadeln schließen. Darum geht es, damit ihr mit den 5 Nadeln rund stricken könnt. Wie ihr hier seht, ihr fügt quasi die Enden zusammen. Ihr könnt jetzt die letzte, also die erste Nadel, mit der ihr begonnen habt, in die Hand nehmen. Dann wickelt ihr wieder den Faden um eure Finger, nehmt die Nadel in die Hand und müsst auch die letzte Nadel ein bisschen fixieren, weil wir verbinden die jetzt mit der nächsten Masche. Das heißt, ihr fahrt wieder in die erste Masche hinein mit eurer Stricknadel, nehmt den Faden, der ja noch bei der letzten Masche dranhängt, und zieht sie durch die Schlaufe und zieht ab und strickt einfach weiter, ganz normal rechts glatt. So habt ihr den Kreis verbunden und könnt einfach im Kreis stricken. Und ja, ihr erspart euch 2 Hälften zu stricken, die ihr dann aneinander nähen müsst. Genau, nach dem Prinzip könnt ihr euch Hauben stricken, Socken stricken, was ihr Lust und Laune habt. Hier soll es natürlich nur um den Zwerg gehen. Und wie ihr seht, da habe ich auch einige Runden jetzt schon gestrickt und das Ganze muss nämlich 5 Runden lang glatt rechts gestrickt werden. Und jetzt wird es ein bisschen gefinkelt. Ihr seht hier, ich fahre jetzt in 2 Maschen gleichzeitig rein und hole mir wieder den Faden, fahre durch beide Maschen zurück und ziehe sie ab. Genau, so, das heißt, wir haben jetzt 2 Maschen zusammen gestrickt. Müssen wir bei dieser Haube jetzt ein paar Mal machen. Und zwar funktioniert das so: Ihr nehmt die erste und die zweite Masche zusammen, die 18. und die 19. Allerdings verdreht. Verdreht heißt, ich müsste das eigentlich noch euch auch zeigen. Warten wir mal, bis es zu der Stelle kommt.
Das ist eigentlich kein Hexenwerk, ist quasi eine linke Masche, aber das ist, ihr könnt das auch normal zusammenstricken. Also es ändert nicht viel am Muster, wenn es ganz normal zwei Maschen zusammenstrickt. Schaut halt etwas schön aus. Ihr seht hier, ich lege den Faden über die Nadeln, fahre von hinten in diese zwei Maschen hinein, wickel den Faden um die Stricknadel und ziehe es zurück. Das wäre einfach verkehrt, die Maschen zusammenstricken, ist nicht weltbewegend. Und das Ganze macht ihr, bis die Mütze fertig ist. Das heißt, immer die erste und zweite Masche, die 18., 19., die 20., 21. und 37., 38. Ist jetzt viel auf einmal, ich schreibe euch das allerdings im Blog bzw. in die Infobox. In meinem Blog habt ihr es wirklich ausführlicher und ich rate euch auch gerade da jetzt reinzuschauen. Ihr müsst genau das einfach so lange machen, bis ihr diese Mütze gebildet habt. Und am Ende, ihr habt das gesehen, habe ich den Faden abgeschnitten und ihr fahrt mit einer Nähnadel durch jede einzelne Nadel und nehmt die Maschen auf die Nähnadel, mit der Nähnadel auf den Faden. So vernähen wir dann das Ende der Mütze. Genau, also wie gesagt, die Mützenanleitung bitte ich euch auf jeden Fall auf dem Blog noch zu schauen, wie das ist, welche Maschen man zusammenstrickt. Ich wollte es extra nicht im Video, weil es nichts ist, was ich euch optisch großartig zeigen kann, außer wenn wir ein stundenlanges Tutorial machen, sondern das ist einfach nur eine Zählerei und Angabe und ich wollte euch mit dem Video vor allem alles zeigen, was ich euch eben zeigen muss und was ich euch nicht im Blog gut schreiben kann. Das heißt, wenn ihr den nachmachen wollt, bitte ich euch wirklich, das auf dem Blog nachzulesen. So, das Ende wird auf jeden Fall jetzt vernäht. Da habt ihr eben dann auch die super Ergänzung. Einerseits die Anleitung, andererseits dann die Bilduntermalung. So, für das Gesicht des Zwergerls habe ich euch jetzt das Anschlagen der Maschen und so erspart. Ihr braucht ganz einfach, muss ich jetzt auch glatt nochmal nachschauen, 28 Maschen, die ihr glatt rechts rund strickt, fertige Höhe ca. 6,2 cm. Wenn ihr das habt, geht ihr her, nehmt zwei Maschen, die ihr zusammenstrickt am Anfang der Reihe, dann strickt ihr die nächsten Maschen wieder ganz normal, die nächsten zwei und dann wieder zwei zusammen. Und das macht ihr abwechselnd eine Runde lang. Also wie ich es euch auch vorher bei der Mütze gezeigt habe, zwei Maschen zusammen stricken, ihr seht das hier eh, und zwei Maschen normal glatt. Das Ganze eine Reihe, dann strickt ihr eine Reihe normal rechts drüber und wieder eine Reihe mit zwei Maschen zusammen, zwei Maschen normal. Genau. Soweit ist dann der Abschluss. Ich wollte euch da einfach den Anfang ersparen, weil ihr da eh wieder ganz normal einfach die 28 Maschen anschlagt und dann glatt rechts rund strickt. Das ist dann das Gesicht. Könnt ihr natürlich in einer Farbe eurer Wahl, also das muss natürlich nicht in diesem Babyrosa sein, das ist optional. So, und nachdem ihr das fertig habt, nehmt ihr euch eine Nadel, eine extra dicke auch. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr auch die Wolle da durchbekommt. Also so eine richtige Sticknadel. Und ich schneide mir da einfach die Wolle ab, fädel sie durch die Nadel durch. Und ähnlich auch wie bei der Mütze, das heißt, ich fahre jetzt in diese einzelnen Maschen mit der Nadel hinein und nehmen sie von der Stricknadel quasi hinunter. So erhalten wir dann eine Art sternförmige Maschenoptik unten, die ja das Kinn bildet von dem Zwerg. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Das macht einfach einen schönen Abschluss unten am Kinn für das Gesicht. Ihr seht das hier eh. Einfach die Nadel durch, den Faden durch die Maschen ziehen und die Stricknadel rausnehmen. Das ist die einfachste Variante, dass man da nicht die Maschen abnehmen muss. Und das Ganze zieht ihr dann zusammen und könnt ihr ganz einfach vernähen. Wichtig ist immer, dass ihr schaut, dass ihr keine Masche verliert, generell beim Stricken. Deswegen empfiehlt sich auch die Maschen immer zu zählen, weil ihr natürlich dann
es ist dann immer problematisch, Maschen wieder heraufzuholen. Oft muss man es dann auftrennen. Ja, das ist auf jeden Fall das fertige Gesicht. Wenn ihr generell mehr Stricktutorials von mir hören möchtet, sehen möchtet, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, kann ich gerne machen. Ansonsten bleibt es natürlich ein eher ja, einmaliger Ausrutscher, wenn man so will, weil es einfach für den Adventkalender, meinen Adventkalender, Zwergerkalender, wollte ich euch das Ganze zeigen. Genau, ich vernähe eben hier das unten das Kinn noch, ich ziehe dann immer den Faden hinein, dann sieht man das außen nicht. Steche einfach kreuz quer einfach ein bisschen da herum und schneide den Faden dann ab. Genau. Das Gesicht ist natürlich in der Proportion zu dem Körper recht groß. Das ist bei diesem Zwergerl so, das seht ihr eh auch beim Fertigen. Also nicht erschrecken. Beim ersten Mal stricken war ich dann ein bisschen, hatte ich so meine Bedenken, ob das jetzt wirklich passt von den Proportionen. Aber das soll schon so sein. So, das habt ihr auf jeden Fall jetzt fertig. Und ich würde sagen, wir befüllen das gleich. Ich habe hier Watte, ihr könnt natürlich Stopfwolle nehmen, Märchenwolle geht auch, ist halt ein bisschen schade. Aber einfache Watte, ich habe hier Baumwollwatte, tut es auch. Also da müsst ihr gar nicht in ein großartiges Bastelgeschäft gehen. Wichtig ist, dass der Kopf recht flach ist. Das seht ihr eh auch beim fertigen Zwerg, vor allem auch beim Buchcover, dass die Gesichter sehr flach und eher breit sind. Das könnt ihr euch auch gerade mit der Watte immer sehr schön formen, auch mit der Wolle. Und oben wird dann das Gesicht gleich zugenäht. Und zwar wird das einfach so zugenäht, wie so ein, ja, ich kann es nur vergleichen mit so einem Fondant-Katzenkopf. Also es wird halt oben recht eckig. Das macht einfach dieses flache Gesicht, was bei diesem Zwergerl gewollt ist. Ihr seht das hier eh. Ich habe euch das auf jeden Fall drinnen lassen. Ich habe versucht, wirklich nur die unnötigsten Sachen rauszuschneiden und trotzdem, dass ihr einfach nicht ein viel zu langes Video habt. Ich möchte ja nicht, dass ihr da 3 Stunden ein Stricktutorial schauen müsst, sondern dass wirklich nur die wichtigsten Schritte gut sichtbar erklärt sind. Falls, wie gesagt, irgendetwas unklar ist oder so, alles rein in die Kommentare und ja genau, und wie gesagt, ergänzend noch mein Blog, wo ihr das dann auch noch ausführlich lesen, nachlesen könnt, kann ich nur empfehlen. Genau, also gut, wir vernähen auf jeden Fall jetzt oben hier das Gesicht. Dadurch, dass die Mütze drauf kommt, ist es überhaupt nicht problematisch, wenn das unsauber ausschaut. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und genau, und dann schneidet ihr einfach den Faden ab und euer Gesicht ist soweit schon mal fertig. Ich habe auch mal versucht, gleich im Zuge dessen das Gesicht anzunähen, würde ich aber nicht raten, sondern das erst am Schluss zu machen. Weil wenn ihr das dann macht, bevor ihr dann den Kopf an den Körper annäht und die Mütze drauf näht, dann passt das oft nicht, das Gesicht ist nicht mittig und wie gesagt, deswegen nur der heiße Tipp, falls ihr jetzt die Idee habt, hey, ich könnte doch gleich das Gesicht drauf sticken, würde ich nicht empfehlen, sondern es wirklich ganz am Schluss zu machen. Habe ich nämlich probiert und das Gesicht hat dann leicht verrutscht ausgeschaut, ja. Genau, so, euer fertiger Kopf. So, für den Körper und die Beine habe ich jetzt ein Grün. Ich habe es halt jetzt grün und rot gehalten. Ich habe gedacht, weihnachtliche Farben irgendwo. Nehmt ihr natürlich wieder eure 2 Nadeln und schlagt euch 32 Maschen an. Die verteilt ihr dann wieder auf die 5 Stricknadeln gleichmäßig und näht circa eine Höhe von wieder 6,2 cm. Wenn ihr das habt, also circa 2,6 cm groß, geht es daran, dass ihr euren Schritt, also den Schritt vom Zwergerl, macht, also ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ihr müsst nach 12 Maschen müsst ihr 4 Maschen abketten. Das zeige ich jetzt. Und zwar nehmt ihr, strickt ihr 2 Maschen normal. Und jetzt seht ihr das, ihr nehmt die hintere Masche, zieht sie über die vordere Masche drüber und runter von der Nadel. Und so kettet ihr ab.
Das heißt, ihr strickt wieder eine Masche und zieht wieder die hintere Masche über die vordere Masche drüber. So, und so kettet ihr 4 Maschen ab, nachdem ihr eben 12 Maschen gestrickt habt. Und das Ganze, dann strickt ihr wieder 12 Maschen und kettet wieder 4 ab. Und schon habt ihr euren Schritt. Ich habe hier den einen Fuß schon gestrickt. Ich zeige euch dann, wie der zweite noch funktioniert. Habe das Ganze im Schritt auch zugenäht. Verzeiht bitte diese harten Schnitte. Ich wollte euch einfach wirklich nicht jeden Arbeitsschritt, also schon jeden Arbeitsschritt zeigen, aber nicht langwierig die Zwischensequenzen. Ihr seht das hier jetzt beim zweiten Beinchen, eben wenn ihr das abgekettet habt in der Mitte für einen Schritt, müsst ihr halt jedes Beinchen extra stricken. Das heißt, ich stricke jetzt hier das zweite. Das sind, und zwar waren das wie viele Reihen? 2 Rippen, also das heißt 4 Reihen müsst ihr für jedes Beinchen stricken. Und dann wieder abketten, wie ich es gesagt habe. Das heißt, ihr strickt 2 Maschen normal und nehmt die hintere, die ihr über die vordere drüber zieht und hinunter von der Nadel zieht. So funktioniert das und dann habt ihr eure 2 Beinchen. Genaue Anleitung, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das schreibe ich euch auf jeden Fall noch auf. Genau, ich hoffe, dass es trotzdem halbwegs ersichtlich ist. Es war eben nicht so einfach, ja. So, ich zeige euch jetzt noch, wie ihr Farbe wechseln könnt innerhalb eines Strickstückes. Das heißt, ihr schneidet euch da einfach die Wolle ab, nehmt die andere Wolle der Farbe, die ihr braucht und verknüpft diese beiden Enden. Ihr seht es hier, das braucht ihr für die Arme. Wir brauchen 2x Arme, das werde ich dann nachher noch beziehungsweise ihr braucht für die Arme 8 Maschen auf einer Nadel, die ihr ca. 7 cm lang strickt. Und ihr braucht für die Schuhe auch 8 Maschen auf einer Nadel. Und für die Arme eben zweifärbig, das heißt die letzten 2 Rippen nähen wir eben in derselben Farbe, in der wir das Gesicht stricken. Also stricken wir in derselben Farbe, in der wir das Gesicht stricken, weil das sollen unsere Hände darstellen. Ihr könnt das natürlich auch in einer anderen Farbe machen, dann hat der Zwerg Handschuhe oder... ja, wie ihr das eben wollt. Ich mache das eben in derselben Farbe wie das Gesicht. Genau, ihr seht das hier. Ich habe jetzt hier den Knoten gemacht und kann jetzt bequem in der zweiten Farbe weiter stricken und muss quasi die Hand nicht extra annähen an den Arm. Das ist das ganze Hexenwerk. Das wollte ich euch hier eben auch noch einmal zeigen. Und hier habe ich dann meine ganzen Stücke. Das heißt, ich habe jetzt dann die Hose mit Wolle befüllt. Also mit Watte in dem Fall wieder. Und das könnt ihr euch schön ausformen, je nachdem wie ihr wollt. Der Zwerg muss eigentlich gar nicht so fest gestopft werden wie andere Strickstückchen oder Figuren. Das ist ganz angenehm. Und wie ihr seht, nähe ich den oben wieder zusammen. Ich habe das im Schnellmodus gemacht. Ich glaube, ihr habt ihr auch vorher gesehen, wie ich das zusammennähe, eigentlich ziemlich kunterbunt. Und wie gesagt, ich wollte euch das nicht langatmig, machen. Ihr seht auch hier links die 2 Arme, die ich gemacht habe, mit dem Rosa oben drauf. Rechts die 2 Füße, das sind die roten Fleckerln. Genau, und hier müsst ihr jetzt dann eine Stelle suchen, an der ihr den Kopf annäht. Das muss ein bisschen vorne von dem Körper sein. Der Zwerg hat quasi so ein bisschen einen, ja, charmanten Buckel, wenn man so will. Und das näht ihr einfach fest wirklich an den Körper an, damit der Kopf auch nicht runtergeht, gerade wenn ihr auch kleinere Kinder habt, die dann vielleicht den Zwerg in die Hand bekommen, damit er nicht gleich dann auch auseinanderfällt. Nähe ich das einfach besonders fest an. Genau. Ja, soweit wird der Kopf an den Körper genäht. Ihr seht jetzt eh hier das Endresultat. Ihr seht auch, wie der Kopf wirklich proportional sehr groß zum Körper ist. Und wir nehmen uns jetzt die Mütze. Ich krempel da ein bisschen den Rand auf. Das schaut ganz nett aus. Und wir setzen dem Zwerg die Mütze auf. Die ist um einiges größer als das Gesicht. Das ist aber auch absolut so gewollt. Da man ja hinten vom Körper auch ein bisschen die Naht sieht, kann man jetzt hier mit der Mütze das ein bisschen verdecken. Und die Mütze wird auch angenäht. Das heißt, die kann auch nicht wegrutschen. Und wie ihr hier seht, schaut das dann hinten auch beim Rücken sauberer aus. Das ist
einfach auch ganz wichtig, dass das optisch natürlich schön ausschaut. Ich habe mir hier den Faden einfach vom, der vom Stricken noch weghing, lassen. Das ist immer ganz praktisch. Den kann ich nämlich jetzt zum Vernähen nehmen. Das heißt, ihr näht einfach die Mütze auf dem Kopf an und hinten eben auch etwas über die Naht beim Körper mache ich das, damit eben die Mütze nicht hochrutschen kann und man die unschöne Stelle am Rücken sieht. So ist das einfach gedacht und sieht dann eben auch besser aus. Ja, ihr müsst das auch nicht so sauber vernähen. Auch vielleicht, soll vielleicht noch gesagt sein, also dadurch, dass es in derselben Farbe der Mütze ist, ist es auch immer wichtig, dass ihr dieselbe Farbe Wolle nehmt, sieht man das dann nicht im Endresultat. Genau. Ja, dann ist die Mütze auf jeden Fall dran genäht und dann gehen wir auch über zu den Armen. Das sind eben in derselben Körperfarbe und dann eben in derselben Gesichtfarbe die genähten Arme. Ich nehme an, ihr meint, wisst, was ich meine. Die Fädchen, die wegstehen, die verstecke ich natürlich innen von dem Arm. Und ihr könnt natürlich auch so Pfeifenputzer nehmen, dann kann man die Arme auch nachher bewegen. Ich nehme hier nur etwas Watte und roll mir das in den Arm ein und nähe einfach jetzt hier die ganzen offenen Stellen einfach zu. Das ist der einfachste Weg und ich finde es auch nicht so wichtig, dass man die Arme von dem Zwerg bewegen muss. Aber wie gesagt, könnt ihr machen, indem ihr einfach so einen Pfeifenreiniger kauft und ja, genau, dann könnt ihr den einfach mit einnähen. Vorsicht nur, wenn ihr gerade kleinere Kinder habt, gerade diese Pfeifenreiniger, die haben wie ein Stück Draht in der Mitte, der kann halt dann leicht rausschauen und ist pieksig, also ich mag halt die Alternative eher dann so. So, die Hand, da könnt ihr euch natürlich auch einen Daumen andeuten mit ein paar Stichen mit der Nadel. Mache ich aber eigentlich nicht, also finde ich gar nicht so notwendig. Und der Arm wird dann einfach am Körper vom Zwergerl wieder sehr fest angenäht. Also gerade die Arme empfehle ich euch, wenn diese locker sind, gerade kleinere Kinder reißen gerne dran, dann ist der schneller ab, als einem lieb ist. Deswegen nähe ich den immer gerne besonders fest an. So, und wenn beide Arme fertig sind, nehmt ihr euch zwei kleine zugeschnittene Kartonstückchen. Die habe ich einfach aus Karton ausgeschnitten und in diese Fußdeckerl, ihr seht das eh, wie ich das hier einpacke, den Karton, und das sind dann unsere Füße. Das waren eben die Schuhe, eben diese 8 Maschen auf einer Nadel zu 7 cm lang circa. Ja, auf jeden Fall wird das dann rundherum zugenäht, ihr seht das hier eh. Das sind dann unsere fertigen Schuhe und die werden hier dran genäht an den Fuß. Dadurch kann der Zwerg auch gut stehen. Also durch diese großen Füße mit dem Karton steht er eigentlich sehr stabil. Kleine Wollstückchen, ich habe sie hier in weiß, könnt ihr jetzt nehmen für die Haare. Ist ein bisschen eine mühselige Arbeit, aber ist dann doch schneller gemacht, als man glaubt. Ziehe ich einfach so durch und schon habt ihr 2 Haarsträhnen. Und das Ganze macht ihr rundherum im Gesicht und natürlich auch im Bart. So sieht dann der fertige Zwerg aus, wie ihr sehen könnt. Und ja, ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr nette Geschenksidee. Ja, das war auf jeden Fall die Strickanleitung für das Weihnachtszwergerl, für meine Variante von einem Adventkalender, ein Weihnachtszwergerl-Adventkalender. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall der Tipp gefallen. Könnt mir gerne auch Kommentare lassen, freue mich natürlich auch über jedes Like und jedes Abo. Und ja, somit verbleibe ich fürs Erste. Allerdings war dieses Tutorial nur der Start in eine, ja, spannende, hoffentlich sehr, sehr spannende Weihnachtszeit. Ja, somit will ich noch gar nicht viel verraten. Bleibt gesund, alles Liebe und bis zu einer neuen Folge von Elenas Allerlei. Tschüss!